5000 Euro, wer zuletzt in der Box bleibt. 5 Teilnehmer kämpfen Tag und Nacht gegeneinander. Die Challenge beginnt jetzt. Tag und Nacht? Das kann nicht sein. In den letzten 2 Parts dieser Miniserie hat sich die Teilnehmerzahl von 25 auf 5 verringert. Heute haben wir eine modulare Box, die so präpariert ist, dass wir jeden Teilnehmer dazu bringen können, die Box zu verlassen. Kann wirklich sein, dass uns jetzt hier erstmal verharren lässt, dass wir jetzt hier erstmal chillen, nichts machen. Wenn die anderen jetzt im Würfel chillen, erzähle ich euch etwas mehr über Opera. Opera ist ein Browser, aber nicht wie jeder andere, sondern mit vielen coolen integrierten Features. Zum Beispiel Aria, die neue integrierte KI direkt im Browser. Die frage ich jetzt einfach mal, was ich als nächstes mit den Teilnehmern machen soll. Dann fragen wir doch direkt mal, welcher der Teilnehmer soll Wasser abbekommen? Okay, die KI sagt, die Entscheidung liegt bei mir. Ich bin aber nicht so diplomatisch wie Aria. Man reiche mir das Wasser. Moin, moin, na, wie geht's euch? Sorry Jungs, hat die KI entschieden. Außerdem hat der Opera Browser direkt ein VPN integriert, womit ihr dank der Datenverschlüsselung sicherer im Web surfen könnt. Und das wollte Robby einmal sofort austesten. Handys sind in der Challenge verboten. Und ihr braucht euer Handy auch nicht mehr, denn WhatsApp ist jetzt auch in Opera integriert. Genauso könnt ihr weitere Social Media Apps in eurer Slidebar finden. Ladet euch über den ersten Link in der Beschreibung Opera herunter und testet selber die Features aus. Was die Teilnehmer aber nicht wissen, dass es heute kein Essen, sondern nur Trinken gibt, aber gar keine Toilette. Wir holen ihnen also jetzt die besten Getränke. Machen ihnen richtig schön Hoffnung, aber eigentlich ist das nur eine Falle. Ich habe hier noch ein paar Getränke für euch. Ich nehme Red Bull. Ich stell's euch einfach dahin. Cheers, Bro. Hä, warum gibt er uns aber auch einfach so Getränke? Ich glaube, die Falle hat zugeschnappt. Bobby hat jetzt hier einen roten Knopf entdeckt. Der hat irgendwas geplant. Damit es den Teilnehmer nicht so langweilig in der Box ist, begrenzen wir jetzt den Platz und ziehen eine Linie quer durch den Würfel. Okay, hier ist jetzt irgendwo eine Linie. Sobald man das Seil berührt, ist man automatisch raus. Wir schubsen keinen. Genau. Einer für alle! Ein paar Minuten war die Linie gespannt, schon kamen die Teilnehmer auf eine dumme Idee, wie mit einer Flasche Volleyball spielen oder fast in das Seil zu beißen. Aber irgendwann, und um es ihnen noch einen Ticken schwerer zu machen, haben wir eine Nebelmaschine angeschlossen, damit man später die Linie nicht mehr sieht. Ey, wir sehen die Linie nicht mehr gleich. Die Linie verschwindet halt jetzt komplett. Das heißt, die Chance, dass wir aus Versehen rausfliegen, ist extrem hoch. Okay, jetzt sehe ich wirklich nicht so. Man sieht mich auf der Kamera auch. Ich sehe die Linie nicht mehr. Ich sehe das Seil nicht mehr. Wir spammen jetzt noch ein paar Mal auf diese Nebelmaschine. Die ist komplett crazy. Man sieht gleich einfach nichts mehr. Der Nebel hat leider keinen Teilnehmer rausgebracht. Aber ein paar Minuten später sollte Adrian einen fatalen Fehler begehen. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Wir müssen ehrlich sein, oder? Adrian hat die Linie angenommen. Wahrscheinlich sogar auf der Ecke andere. Hey, fuck, okay, ja. Ich lege Moral-Scheiß-Situation jetzt irgendwie gerade. Ja. Also, ich will jetzt auch nicht sagen, so. Nicht, also petzen wir sowieso nicht, also wenn schon, dann macht er das freiwillig. Während die Teilnehmer Adrians Missgeschick für sich behielten, kam ich zu meiner Geheimwaffe. Es ist Zeit für meine Geheimwaffe. Ich habe extra jemanden eingeladen aus dem ersten Video dieser kleinen Miniserie. Jason, hab Spaß. Ich hab dir gesagt, du sollst aufstehen! Ist das überhaupt legal, Digga? Während dieser Challenge war es ultra knapp, weil der ein oder andere Teilnehmer schon fast die Linie berührt hat. Deshalb haben wir jetzt noch eine zweite Linie gespannt und machen dasselbe einfach nochmal. I am the situation! Diese Challenge ist bodenlos eskaliert. Macht das auf keinen Fall zu Hause nach und wir haben kleine Schäden an der Box, die müssen jetzt gefixt werden. Bauarbeiter. Doch der Würfel war nicht das einzig Beschädigte nach dieser Challenge, denn auch den Teilnehmern ging es nicht mehr ganz so gut. Die Stimmung ist gerade massiv scheiße, Digga. Die Stimmung in dem Würfel ist wirklich komplett im ganzen Eimer. Die Situation hat alles auseinandergenommen. Wir haben jetzt das Footage besichtigt und ich kann euch sagen, eine Person ist raus. Ach, nur eine? Leon, du bist leider raus. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist noch eine weitere Person rausgeflogen. Visi, du hast leider die Linie mit deinem Ohr berührt. Mit meinem Ohr? Du verarschst mich doch gerade. Bitte sag mir, dass das Spaß ist. Nein, es ist kein Spaß. Ich hatte einfach im Kopf, ich werde das gewinnen. Wie auch immer, Visi musste den Würfel verlassen, aber Adrians Dad hat mir eine Nachricht geschickt, weil er eine Botschaft für seinen Sohn hatte. Hallo Adrian, mein Schatz. Ich melde mich auf diesem ungewöhnlichen Weg bei dir, weil wir uns ernst machen. Du hockst da in dieser Box und hältst das aus irgendwie. Ist gar nicht klar, was noch auf dich zukommt. Wir waren mal mein Vater für. So, ey, wie hast du ihn gezahlt? Und auch Simons Mutter hatte eine Botschaft für ihren Sohn parat. Du musst ein. Hallo Simon! Komm doch endlich zurück aus deiner Box! Komm zurück!
Wie zum Fick habt ihr meine Mom kontaktiert? Wow, das ist gerade so eine Simulation. Die Videos haben nur leider keinen rausgehauen. Da jetzt Wissi auch raus ist, werde ich jetzt einfach Noel erzählen, dass ich die Linie berührt habe. Es geht gerade nicht in meinen Kopf rein, deshalb... Noel! Adrian hat mich gerufen. Ich muss zugeben, ich habe die ganz am Beginn kurz berührt und dementsprechend bin ich eigentlich schon raus und ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Dann finde ich es gut, dass du so ehrlich bist, aber du musst leider den Würfel verlassen. Damit stehen die zwei finalen Kandidaten bereit. Wir werden jetzt alles dafür tun, dass ihr diesen Würfel verlasst. Bevor ich aber irgendjemanden 5000 Euro aushändige, möchte ich vorher wissen, was er mit dem Geld anstellen möchte. Simon, was würdest du mit den 5000 Euro machen? Ich würde es alles so richtig dumme Videos ausgeben. Ich habe mir einen Deal mit Kilian gemacht, dass falls jemand von uns gewinnt, Split, also Hälfte, Hälfte. Und mit dem Rest einfach vielleicht mit einer Kamera holen, noch eine bessere. Die Stimmung ist mir auch einfach immer noch zu chillig. Die sitzen da jetzt im Würfel und nichts passiert. Deshalb muntern wir die Stimmung mit den ekelhaftesten Geräuschen überhaupt auf. Also wenn sie wirklich denken, dass das uns aufhalten kann, dann sind sie echt am Dreamen. Also da muss noch mehr kommen, da muss noch mehr kommen. Ich merke auch, die Soundeffekte und Musik haben nichts gebracht. Wir müssen zu härteren Mitteln greifen. Und zwar wird jeder von euch beiden jetzt die schärfste Chili der Welt essen. Oh nein! Aber die Milch steht außerhalb dieses Würfels. Also falls ihr Milch wollt, geht einfach raus. Einmal für dich und einmal für dich. Go. Mein Auge zählt. Brutal. Oh. Alles gut? Und die Milch steht direkt draußen. Jetzt kommt danach der After-Effekt. Oh, fuck. Da ist die Tür, Simon. Das hast du gedacht. Aber ich hab die echt unterschätzt. Sei ich ehrlich. Die Jungs haben wirklich 15 Minuten lang gekämpft, was ihr hier nur kurz zusammengeschnitten seht. Es wird besser. Ich versuche mir einfach nur vorzustellen, was für dumme Scheiße kann ich mit 5000 Euro machen. Die beiden sind todeskranke Kämpfer. Die sind hier seit 10 Minuten, verbleiben hier, wollen keine Milch. Deshalb würde ich sagen, esst ihr noch eine zweite. Ich weiß ja nicht, Alter. Das Ding ist, wenn man so eine zweite isst, dann kacken wir halt ab, Alter. Du hast sie gar nicht gegessen. Ich gratuliere dir. Was? Respekt. Und damit hat Simon die 5000 Euro offiziell gewonnen. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Abonniert diesen Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Schaut bei allen anderen Teilnehmern vorbei. Es war das krasseste Projekt, was ich jemals gemacht habe. Bis zum nächsten Mal.